Guten Abend. Schön, dass Sie wieder bei uns sind. Heute sitzt eine ganz besondere Frau bei mir auf dem H1-Sofa. Sie ist stark, sie ist klug, sie ist mutig und fröhlich. Unsere Landesbischöfin Dr. Margot Käßmann. Herzlich willkommen. Hallo, Frau Berger. Ungewöhnlicherweise sind im Studio heute auch Blumen auf dem Tisch. Diese Blumen gelten Ihnen, denn Sie hatten gestern Geburtstag. Ich darf es verraten, den 51. Okay, ja. Kein Geheimnis. Was haben Sie sich denn für das neue Lebensjahr vorgenommen? Also auf jeden Fall möchte ich versuchen, für meine Landeskirche weiterhin da zu sein, das Evangelium zu verkündigen, was zum Bischofsamt dazugehört. Und es gibt bestimmte Projekte, die mir am Herzen liegen. Also zum einen natürlich zu sagen, die Kirche ist wichtig in unserer Welt. Dann ein Armutsprojekt, was Kinder unterstützen soll, was mir wichtig ist. Und also es gibt auch viele alltägliche Fragen, die kommen immer dazu. Ja, ich weiß, Sie haben einen Terminkalender wie ein Manager. Ich frage Sie jetzt mal nicht, wie Sie das schaffen, sondern ich frage Sie mal was anderes. Hatten Sie heute schon Zeit zu beten? Ich muss sagen, dass für mich Beten zum Alltag dazugehört. Also für mich ist schon wichtig, dass wir nicht sagen, ich bete jetzt mal in einer besonderen Situation, sondern ich denke, Beten ist so eine Telefonleitung zum lieben Gott, könnten wir vielleicht sagen. Also regelmäßig im Gespräch sein. Und für mich ist Luthers Morgensegen ganz schön und Luthers Abendsegen. Also das bete ich oft, weil das ist relativ kurz. Und Luther sagt dann, also dein heiliger Engel sei mit mir, dass ich diesen Tag bestehe sozusagen. Und jetzt ran an die Arbeit. Und das finde ich, da ist Luther beim Beten sehr pragmatisch. Ja. Wir sehen Sie auf einem besonders schönen Foto. Sie haben die Hände zum Segen erhoben für die Gemeinde. Vielleicht schauen Sie kurz drauf. Können Sie sagen, was Sie so bewegt, wenn Sie da vor der Gemeinde stehen und alles darauf wartet, von Ihnen den Segen zu empfangen? Mich bewegt das schon oft sehr, weil ich den Segen, merke ich, langsamer spreche als früher, weil spürbar ist, dass viele Menschen darauf warten, zu sagen, Gott segne dich und behüte dich. Weil da doch viele Menschen immer wieder sitzen, die sich ja unbehütet fühlen, Angst haben, mit schweren Lebenslasten in so einem Gottesdienst sitzen und der Segen ihnen persönlich viel bedeutet. Hat dieses Gefühl, das Verlassenheitsgefühl bei den Menschen zugenommen nach Ihrem Eindruck? Ja, vielleicht wird der Mensch mit dem Alter auch sensibler. Also ich sehe doch mehr Mühselige und beladen, auch in den Gottesdiensten. Nicht nur die erfolgreichen, strahlenden Figuren, sondern beim Abendmahl austeilen geht mir das auch manches Mal so, Christi Leib für dich gegeben, wenn ich die Hostie, die Oblate weitergebe, dass dann deutlich wird, die Menschen warten auch drauf, dass Brot und Wein mit ihnen geteilt wird. Das ist aber auch eine besonders große Herausforderung, unter der Sie denn selber stehen, dass Sie auch das Gefühl haben, ich kann den Menschen auch vermitteln, was sie von mir erwarten. Das kann ja nie geplant werden, wie eine Rede oder ein Vortrag, sondern ich finde, bei einem Gottesdienst ist die Frage, also kommt jetzt das Wort Gottes und die Predigende oder die Gottesdiensthaltende und die Gemeinde in eine wirklich lebendige Beziehung. Das wäre für mich ein ganz gelungener Gottesdienst, wo ich den Eindruck habe, die Menschen gehen wieder raus und sagen, das hat meiner Seele so gut getan, dass ich jetzt den Alltag der Welt und meine Schwierigkeiten wieder bewältigen kann. Sie selber haben ja auch ein sehr arbeitsreiches und vielleicht auch aufregendes Leben. Sie haben eine steile Karriere gemacht. Sie haben 4 Kinder nebenbei bekommen und großgezogen. Wie haben Sie das eigentlich alles geschafft? Also das ist manchmal eine Frage heute, die ich mir stelle, wenn ich das sehe. Ja, weil natürlich ich sehe, was es bedeutet, beispielsweise Kinder großzuziehen, was für ein Druck das auch heißt und welche Belastung. Und heute denke ich manchmal, wie hattest du damals eigentlich die Kraft, das alles unter einen Hut zu bringen? Und ich sehe junge Frauen heute und denke, meine Güte, was haben die für eine besondere Belastung. Ich bin sehr dankbar und glücklich, dass ich 4 Kinder habe. Ich war damals auch jung, ich war 23, als die erste Tochter bekam. Und heute würde ich sagen, ist das auch eine Kraftfrage. Mit 51 ist auch die Kraft nicht mehr so groß, wie sie mit 23 war. Das ist so. Das ist eigentlich sehr gut geregelt von der Natur, dass man als junger Mensch viel mehr Kraft und auch ein bisschen unbekümmerter ist und sich nicht so in die Sorgen hineinsteigert. Wir sehen Sie jetzt auf einem sehr schönen Foto mit Ihren Töchtern Lea, Esther, Hannah und Sarah. Alles biblische Namen. Hat das einen besonderen Grund, dass Sie alles biblische Namen gewählt haben? Also ich, als Sarah, die Älteste, geboren wurde rechts, war ich ja noch im Studium. Und das Hebräische und auch die jüdische Kultur hat mich sehr fasziniert. Und ich muss sagen, diese Erkenntnis, dass Jesus Jude war,
Ja, das hat für mich lange gedauert, bis ich das begriffen habe. Also als Kind, da waren Christen und über Juden sprach man eigentlich nicht. Und zu begreifen, dass Jesus selber Jude war, in der hebräisch-jüdischen Kultur gelebt hat, Abba, lieber Vater, zu dem Gott der Juden gesagt hat und wir eigentlich die Heiden sind. Also die Christen sind eigentlich die Heiden, die über Jesus überhaupt zu diesem Gott Zugang gefunden haben. Das hat mich fasziniert und außerdem sind diese Frauen der hebräischen Bibel, das sind spannende und interessante Gestalten, also bis heute für mich. Was ist denn eigentlich das Wichtigste, was Sie Ihren Kindern mitgegeben haben, damit sie für den Alltag, für das tägliche Leben gerüstet sind? Für mich, muss ich sagen, wäre das wichtigste Erziehungsziel Vertrauen. Also Vertrauen in Menschen und Vertrauen in Gott. Weil ich denke, zum einen ist es wichtig, im Leben zu wissen, dass immer eine offene Tür, das habe ich auch meinen Kindern versucht zu sagen, also wenn alles da niedergeht, also zu mir kannst du jederzeit kommen. Also es muss Menschen geben im Leben, denen du vertrauen kannst. Und viel zu viele haben gar kein Vertrauen mehr. Und wie viel Vertrauen ist zerstört worden, jetzt auch in unserer Gesellschaft. Und für mich ist natürlich Gottvertrauen auch wichtig. Ich denke auch für ein Kind, wenn die Eltern sich streiten oder das Kind vertraut sich nicht den Eltern an aus Angst, weil es, was weiß ich, Ladendiebstahl begangen hat, sich falsch verliebt hat oder Ähnliches, zu sagen, da ist aber Gott da. Ja. Dem kannst du alles erzählen und dich anvertrauen. Das wären für mich die beiden zentralen Erziehungsziele. Die wichtigen Punkte, die es dazu braucht. Ne? Sie haben ja selber zwei schwere Krisen durchgestanden, wo manch andere Frau dran zerbrochen wäre. Erst Brustkrebs, dann die Scheidung. Ihre Familie, Ihre Kinder waren sicher die großen Stützen und das Gottvertrauen, was ihnen ist. Aber trotzdem noch mal für Frauen, die in ähnliche Situationen vielleicht kommen. Was ist Ihre Erfahrung, Ihr Ratschlag aus der Krise? Wie kann man mit solcher Krise umgehen und sie meistern? Bei Krankheit, denke ich, ist es wichtig zu sehen, dass Krankheit zum Leben gehört. Also ich habe es gut gehabt, weil bei mir die Krankheit wirklich am besten verlaufen ist, wie sie verlaufen kann. Aber es kann natürlich auch eine Krankheit zum Tod sein. Ja. Aber sich deutlich zu machen, dass das Leben endlich ist, ich glaube, dass das einen Menschen auch reifen lässt. Also mich hat es jedenfalls noch mal reifen lassen. Ich habe oft darüber gesprochen, dass das Leben endlich ist, aber wenn das dann eine persönliche Nachricht wird, ist, was ganz anderes. Ist das noch mal was ganz anderes, eine ganz andere Erfahrung. Und dann aber zu sagen, Krankheit vertieft eigentlich dein Lebensgefühl. Und ich finde dieses Bild so schön, dass gesagt wird, also wenn Menschen über die ganze Welt reden, aber sind nie gereist. Das ist genauso wie ein Mensch, der über das Leben redet, aber nie Leid, Krankheit, auch Tod als Erfahrung mitgemacht hat. Insofern würde ich sagen, für mich hat das Leben vertieft und mich auch ein Stückchen dankbarer gemacht. Für mich war der zentrale Satz, du kannst nie tiefer fallen als in Gottes Hand. Das war so ein Satz, der mich die ganze Zeit getragen hat. Und ich habe bei vielen Frauen mit Brustkrebs, die mir dann geschrieben haben, auch gespürt, dass das für sie ein Satz war, den sie hören konnten und sagen konnten, also du wirst gehalten, du stürzt nicht ins Bodenlose, sondern da ist ein Halt. Was war denn die schwere Krise, die Krankheit oder die Scheidung? Ach, das ist schwer abzuwägen, weil es verschiedene Dinge waren. Wenn sie krank sind, erfahren sie ganz viel Mitleid, Sympathie, Unterstützung, Blumensträuße. Das habe ich sehr, sehr liebenswert für mich auch erlebt oder tragend. Ja. Bei der Scheidung war das insofern schwerer, als da natürlich auch viel Häme kam. Typisch so eine Frau mit vier Kindern, die unbedingt leiten will. Das tut weh dann. Das hat mir wehgetan. Ja. Also viel mehr wehgetan. Und das hat mich auch verletzt. Ja. Haben Sie es überwunden inzwischen? Doch, das habe ich überwunden. Ja. Also es ist jetzt über 2 Jahre her, aber die Verletzung kann ich schon noch spüren und ich habe aber der Versuchung widerstanden, mein Privatleben ganz öffentlich zu machen. Also ich habe nie darüber gesprochen, was die Umstände waren und Ähnliches. Das war mir wichtig. Sie haben aber letztlich ja auch sehr viel Zuspruch dann gehabt von der Kirche offiziell und von den Gläubigen. Und der erste große Gottesdienst, nachdem Sie die Scheidung mitgeteilt hatten oder die Absicht der Scheidung mitgeteilt hatten, das war doch auch eine Ermutigung, dass die Menschen zu Ihnen gestanden haben und an Ihrer Seite waren. Also das hat mich natürlich unwahrscheinlich getragen. Das eine, dass alle kirchenleitenden Organe, der Bischofsrat, der Senat, das Kolleg des Landeskirchenamtes gesagt haben, wir wollen, dass du unsere Bischöfin bleibst. Das hätte ja auch ganz anders ausgehen können. Das hat mich schon, muss ich sagen, sehr gehalten. Sehr bewegt. Und dann
auch noch auf ein kleines Dorf, sagen wir in der Lüneburger Heide oder im Emsland zu kommen, mhm, und die Menschen schütteln einem an der Hand die Hand am Ende des Gottesdienstes und sagen, schön, dass Sie da sind und gut, wenn Sie bleiben, viel Kraft. Das hat mir auch viel gegeben, das muss ich sagen. Wir haben jetzt schon viel über Gottvertrauen gesprochen. Woher kommt eigentlich Ihr tiefer Glaube? Waren Sie als Kind schon in einer sehr religiösen Familie oder wie hat sich das bei Ihnen entwickelt? Für mich ist da eindrücklich gewesen Martin Buber, der jüdische Philosoph und Theologe, der hat gesagt, es gibt zwei Wege, zum Gottvertrauen zu kommen oder zum Glauben. Das eine ist, du wächst hinein in den Glauben deiner Väter und Mütter und das andere ist eigenes Forschen und Fragen. Und da, wo beides zusammenkommt, da wird der Glaube sozusagen unerschütterlich oder stark. Und so würde ich das für mich biografisch als Christin auch sehen. Also meine Mutter kam aus der selbstständig evangelisch-lutherischen Kirche, die war sehr, vielleicht ein bisschen streng fromm, aber also nach dem Motto, wenn der liebe Gott die ganze Woche für dich Zeit hat, wirst du wohl am Sonntag eine Stunde Zeit haben für den lieben Gott. Das hat sie gut ausgedrückt. Ja, da war sie ganz, aber meine Großmutter auch, also Flucht, Vertreibung, hatte die überlebt, alles überstanden, kam dann nach Westdeutschland, hatte alles verloren, gut in Pommern und alles. Mhm. Und sang dann aber trotzdem fröhlich beim Gulaschkochen, du meine Seele singe. Also da gab es einen gelebten Glauben. Das prägt. Ja, das prägt. Ja. Das prägt also nicht nur meine Schwestern und mich, auch unsere Cousinen, Cousins, denke ich, hat das alles geprägt. Ja. Schön. Und dann habe ich selber angefangen zu fragen und zu forschen. Das gehört auch dazu. Sie sind jetzt 10 Jahre Bischöfin. Morgen ist Ihr großes Jubiläum. Und trotzdem, wenn man so um sich guckt, es gibt außer Ihnen nur 2 weitere Frauen, die dieses hohe Amt erreicht haben. Bei Ihnen war es ja auch noch ein Riesenwirbel. Ist die Kirche eigentlich noch zu sehr Männerdomäne? Zunächst müssen wir ja sagen, dass die Kirche auf der Basisebene Frauendomäne ist. Ja. Also in den Gemeinden, die Ehrenamtlichen vor allen Dingen, aber auch die Frauen in der Diakonie, in den Kindertagesstätten, das ist eine Frauenwelt. Und auch beim Deutschen Evangelischen Kirchentag in Bremen vor ein paar Tagen, da war 60% die Frauenquote der Anwesenden. Also Frauen tragen die Kirche an der Basis, aber in der Leitungsebene, das muss man sagen. Ja, das muss man sagen. Das ist wie in der Wirtschaft, in der Politik, in der Gesellschaft insgesamt. Es dauert lange, bis Frauen dann auch Leitungspositionen innehaben. Ich merke aber auch, dass es manchmal schwer ist, Frauen zu motivieren. Also eine Pastorin zu motivieren, Superintendentin zu werden oder sich zur Wahl zu stellen. Die sagt dann, Mensch, ich bin viel lieber bei den Leuten vor Ort und mache Seelsorge und Beerdigung, Trauung, Taufen, Gottesdienste, als jetzt mich da unter diesem Druck zu sehen, zu leiten. Fehlt das Selbstbewusstsein noch ein wenig bei den Frauen? Ich glaube noch nicht mal, dass das Selbstbewusstsein ist, sondern die Liebe zur direkten Arbeit mit den Menschen und eine gewisse Frage, also muss ich mein Leben eigentlich mit lauter Sitzungen und abstrakten Themen verbringen? Geht mir manchmal auch so, dass ich denke, noch eine Sitzung und ich würde doch viel lieber irgendwas Praktisches machen. Können Sie in kurzen Worten, es wird sicher sehr schwer sein, eine ganz kurze Bilanz machen Ihrer 10 Jahre Tätigkeit als Landesbischof? Was war für Sie das Herausragende? Also das ist schwer. Ich meine, was mich, sag ich mal, innerlich beglückt, ist, dass es inzwischen so ein Team gibt, mit dem ich arbeite. Also es ist nicht mehr hierarchisch, Bischöfin, sondern es gibt Menschen um mich rum, mit denen ich gerne und kreativ arbeite und Ideen entwickle. Ich nehme mal letztes Jahr die Aktion zu Olympia, Olympia 2008, Gerechtigkeit und Frieden küssen sich, ein Armband, das wir erfunden haben. Und da sind ganz viele dabei und sagen, ja, das könnten wir noch machen, das. Also sowas macht mir Riesenspaß und da glaube ich, hat sich auch was in der Atmosphäre verändert. Die Highlights in meiner Zeit waren sicher einmal die Expo 2000, dass die Kirche in einer Weltausstellung mit Andachten so ein Anziehungspunkt wird, also in so einer Schlichtheit. Das hat mich berührt, da war ich natürlich viele, viele Male mit Andachten und dann der Kirchentag 2005, muss ich ganz offen sagen, also hier in Hannover, das war eine Erfahrung, dass mir selbst im Einkaufsladen, wo ich Lebensmittel kaufe, am Montag dann die Leute sagen, das war so toll, Frau Käsmann, die können jederzeit wiederkommen. Also da hat Kirche gezeigt, wir sind nicht eine hinterwäldlerische Organisation, die in irgendeiner Ecke feiert, sondern mitten in der Welt und das gefällt mir. Trotzdem, die Kirchen sind weitgehend leer. Sie machen sehr viele soziale Aktivitäten. Eine haben Sie kürzlich vorgestellt. Es ist die Aktion Zukunft gestalten. Wir sehen jetzt mal einen kleinen Film darüber. Und während dieser Film läuft, wäre es ganz schön, wenn Sie ein paar Worte zu der Aktion sagen würden. Also natürlich eine tolle Sache, dass die Östra in Hannover einen ganzen Zug gestaltet hat mit dieser Aktion. Mir ist bei meinen Besuchen letztes Jahr, da hatte ich das Thema
Kinder als Schwerpunkt noch mal ganz deutlich geworden, wie viele Kinder eigentlich in Armut leben. Hier das Mädchen rechts, das ist Vivian, die hat das schönste Bild entworfen und das hier ist der Östra-Chef. Also man kann da Patenschaften übernehmen für 30 Euro im Monat, damit Kindern geholfen wird, die in Armut leben, weil ich glaube, Bildung ist das Entscheidende, das ist ihre kleine Schwester Lauren. Dass Kinder beispielsweise eine Erstausstattung für die Schule bekommen. Viele Kinder können das, wie so ein Hartz-IV-Empfänger, das bezahlen, die Schulerstausstattung. Ja. Dann ein warmer Mittagstisch für Kinder an vielen Orten und Hausaufgabenhilfe. Mhm. Kinder reicher Eltern können sich Nachhilfe leisten. Hausaufgabenhilfe für Kinder in Armut ist schwer. Ich habe gerade eine Schule besucht vor kurzem in Hannover-Linden. Mhm. 250 Kinder aus 60 Nationen. Da haben wir so einen Mittagstisch, der von Zukunftsgestalten mitfinanziert wird. Und da sieht man, dass Kinder, wenn sie begleitet werden, auch Lust auf Lernen bekommen und Bildung ist die Chance, aus der Armut rauszukommen. Wie kann ich spenden? Gibt es eine Homepage, eine Seite, auf der ich einfach nur meine Adresse eingeben kann? Also www.zukunftsgestalten.de. Also da können Sie sich informieren und sonst können Sie sich jederzeit an die Landeskirche wenden, an unsere Pressestelle beispielsweise oder an die Rote Reihe 6 in Hannover. Alles klar. Wir leben jetzt ja auch in der Lutherdekade. 2017 jährt sich die Reformation zum 500. Mal. Was können wir eigentlich von Luther heute noch lernen? Also für mich ist bei Luther am wichtigsten, dass er gesagt hat, du musst dein eigenes Gewissen schärfen. Mhm. Also du musst dich selbst fragen. Kann dir kein Papst sagen und keine Bischöfin, was wichtig ist, sondern du musst die Bibel lesen und dich dann fragen, was ist meine Verantwortung in der Welt? Und dieser Mut, der bei Luther dann entstanden ist, zu sagen, ich stehe hier, ich kann nicht anders, Gott helfe mir, Amen. Es ist nicht ganz geklärt, ob das ein Zitat ist oder nicht, aber es ist sicher seine Haltung. Ich muss eine eigene Überzeugung gewinnen und das finde ich wichtig. Bettina Wegner hat ja mal so schön gesagt, also schöne gerade Menschen wären ein gutes Ziel, Menschen ohne Rückgrat haben wir schon zu viel. Also dieses Rückgrat Luthers, das er aus dem Glauben gewonnen hat, das imponiert mir. Luther ist ja auch dafür bekannt, dass er sozusagen dem Volk aufs Maul geschaut hat. Sie verkaufen, wenn ich das mal so in Anführungsstrichen sagen darf, die Kirche ja auch recht populär. Unter anderem, wir sehen hier gerade ein Foto mit Ben Becker, das war zum vorigen Reformationstag oder mit anderen Events. Sie gratulieren auch einer Fußballmannschaft, wenn sie deutscher Meister wird. Haben Sie auch so ein bisschen diesen Umgang mit dem Menschen, mit dem Volk von Luther abgeguckt? Ja, insofern, als ich denke, es ist richtig zu sagen, dem Volk aufs Maul schauen, aber nicht nach dem Mund reden. Ja. Also das hätte Luther auch nicht getan. Aber ich habe auch keine Scheu davor, mich mit Ben Becker oder der Wolfsburger Mannschaft, wo man sich ja mitfreuen kann. Also ich leide natürlich auch mit Hannover 96 oder bange mit Hannover 96, aber ich finde, Kirche ist nichts für Sonntag 10 Uhr, sondern Glaube ist mitten in der Welt. Und das ist mir wichtig, deutlich zu machen, dass Menschen da gehalten und getragen werden, wo sie leben, in der Nachbarschaft, in der Schule, am Arbeitsplatz. Und die Gottesdienste wünsche ich mir schon. Sie haben vorhin gesagt, die Kirchen sind immer leer. Ich wünsche mir natürlich, dass Gottesdienste Menschen so bestärken, dass sie in die Welt wieder hinausgehen und sagen, das hat mir gut getan. Und da würde ich jetzt noch mal gegen argumentieren und sagen, immerhin 5 Millionen Menschen in Deutschland gehen jeden Sonntag in einen Gottesdienst. Mhm. Nur 700.000 übrigens in ein Bundesliga-Stadion. Aber die Berichterstattung der Medien ist verschieden. Die ist anders natürlich. Und dieses ernst zu nehmen, was Glaube bedeutet und auch wahrzunehmen, also dafür trete ich gerne auch öffentlich ein. Ja. Die Reformation hat ja nun die Welt verändert. Sie gehören auch zu denen, die um die Ökumene ringen, dass man mit der katholischen Kirche sich näher kommt. Aber hört man allein das Glaubensbekenntnis in der katholischen Kirche, dann sagen die evangelischen Christen, ich glaube an eine christliche, heilige christliche Kirche, die Katholiken, ich glaube an eine heilige katholische Kirche. Ist überhaupt von beiden Seiten der Wille groß genug, die Ökumene zu vollenden und noch weiter voranzutreiben? Also katholisch heißt ja zunächst mal allgemeingültig. Insofern könnte ich das auch mitsprechen, wenn nicht immer die Assoziation im Kopf da wäre oder die Verbindung römisch-katholische Kirche. Ja. Ich sehe vor Ort, dass doch die Kirchen zusammenwachsen und dass da also viel lebendige Ökumene gelebt wird. Also wir haben eine Kirche beispielsweise in der Landeskirche, die von drei Konfessionen als Kirche genutzt wird. Oder ich habe mit Bischof Bode in Melle mal ein christliches Klinikum eingeweiht mit einem gemeinsamen einen gemeinsamen Andachtsraum. Insofern wächst vor Ort vieles zusammen. Aber wenn Sie dann als Leitende zusammensitzen, müssen Sie natürlich ins Auge schauen der Tatsache,
dass die römisch-katholische Kirche, die orthodoxe Kirche, die Kirchen der Reformation nicht als Kirchen anerkennen, deshalb die Ämter nicht anerkennen und deshalb wir nicht zusammen Abendmahl feiern können. Das schmerzt mich schon, das macht mich auch ungeduldig. Mhm. Aber das kann ich als Differenz nicht einfach überspringen und sagen, weil es mir so gut gefällt, will ich das nicht. Es ist wahrscheinlich noch ein sehr langer Weg, wenn wahrscheinlich, oder möglicherweise ein unwahrscheinlicher Weg, dass es da noch zu einer größeren Annäherung kommt. Also ich bleibe ja immer dabei, ich weiß ja nicht, wie alt der liebe Gott mich werden lässt, aber ich möchte das zu meinen Lebzeiten noch erleben, dass ich offiziell mit einem katholischen Bischof oder Priester das Abendmahl austeilen kann, weil nach evangelischem Verständnis müssen die Zeremonien nicht gleich sein, ja, sondern das Evangelium muss verkündigt werden und dass die Sakramente verwaltet werden. Und deshalb könnten wir sagen, die Verschiedenheit kann bleiben, wenn wir uns gegenseitig als Kirchen anerkennen. Und dann könnten wir auch sagen, wir können zusammen Abendmahl feiern. Ja, wir haben jetzt viel über Gott gesprochen. Wie stellen Sie sich denn eigentlich Gott vor? Er wird dargestellt als ein gütiger alter Mann mit langem Bart. Sie haben schon mal den Vorstoß gemacht, man muss ihn ja nicht unbedingt männlich sehen. Haben Sie so eine Vorstellung, ein Gottesbild in sich? Also mir wäre es zu eng, Gott auf ein Bild nach unseren Vorstellungen festzulegen. Also ich denke auch, dass Gott weder männlich noch weiblich ist, sondern viel größer als das, was wir da festzulegen versuchen. Ich kann Gott als Geisteskraft sehen, als Freundin, aber ich kann Gott auch als Vater sehen. Also für mich ist eine Vielfalt der Gottesbilder schon wichtig. Und das Vertrauen ist das Zentrale. Also Gott vertrauen in unterschiedlichen Bildern, das wäre für mich wichtig. Hat man als Bischöfin auch schon mal Zweifel? Ich habe da ein sehr fröhliches Gemüt. Also Luther hat gesagt, du sollst beim Beten das Amen kräftig sagen, ja, gegen allen Zweifel. Da gefällt mir Luther, weil er so realistisch ist. Zweifel gibt es natürlich. Also wenn ein Flugzeug abstürzt und 228 Menschen sterben, natürlich fragt da jeder, wie kann Gott das zulassen? Nur dann ist meine Frage, also Gott lässt nicht solche Unglücke zu, das glaube ich nicht. Dann wäre ja Gott so jemand, der Marionetten hält und sagt, hier ein bisschen Krankheit, da ein kleiner Flugzeugabsturz. Ich denke, dass Gott eher, ja, das ist zu klein gedacht. Ich denke, nach christlichem Glauben, das Leiden von Jesus am Kreuz ist eher ein Zeichen, dass Gott bei denen ist, die leiden. So kann ich Gott verstehen. Gott schafft nicht Leiden für Menschen, sondern steht denen bei, die leiden müssen. Und das, wenn ich das sehe bei Unglücken, bei Trauernden, dann denke ich mal, Gott ist da bei dir, der trägt dich jetzt. Sie sind ja nun eine moderne Bischöfin mit einer sehr schönen Internetseite www.landesbischöfin.de. Und wenn man die anklickt, dann liest man folgenden Startsatz. Unsere Kirche will die Menschen durch den Glauben für die Herausforderungen der Welt stärken und den Blick auf die wirklich entscheidenden Fragen lenken. Da muss ich jetzt mal ein bisschen sortieren. Wirtschaftskrise, Finanznot, Langzeitarbeitslosigkeit, sind das Herausforderungen oder sind das entscheidende Fragen? Also das würde ich als Herausforderung sehen. Wie gehen wir verantwortlich mit der Welt um, mit der Schöpfungsfrage, mit der Frage nach Gerechtigkeit? Und da möchte ich Politikerinnen und Politikern auch sagen, habt Mut, damit umzugehen. Die entscheidenden Fragen sind für mich Fragen von Leben und Tod. Macht mein Leben Sinn? Warum lebe ich denn? Also ich habe ja nichts gegen Fernsehen, weil wir jetzt hier auch übertragen, aber dass Menschen in Deutschland im Durchschnitt 220 Minuten am Tag vorm Fernseher sitzen, aber nicht wissen, wie es dem Nachbarn geht oder sich nicht trauen zu klopfen, kann ich ihnen was mitbringen beim Einkaufen oder kann ich dir mal die Kinder 2 Stunden abnehmen? Daran würde ich gern was ändern. Also die entscheidenden Fragen sind doch also Mitmenschlichkeit, der Sinn in meinem Leben und dann die Frage nach Sterben und Tod. Wohin will ich eigentlich? Ja. Wir haben ein sehr schönes Foto von Ihnen vorbereitet, weil ich gerne auch über den Tod mit Ihnen sprechen wollte. Wir sehen Sie gleich sehr fröhlich auf der Schaukel, aber Sie haben es ja vorhin schon angedeutet. Durch Ihre Krankheit sind die Gedanken an den Tod intensiver geworden. Besorgt es Sie, dass die meisten Menschen dieses Thema eigentlich verdrängen? Das finde ich schon für mich beunruhigend, weil das wissen wir alle, also oder nichts wissen wir so sicher, wie dass wir alle sterben müssen. Und deshalb finde ich es so wichtig, vorher mal zu überlegen, wie will ich sterben? Also ich habe mit meinen Kindern auch darüber gesprochen, beispielsweise habe ich das oft erlebt. Dann ist die Frage Organspende. Und nie hat jemand darüber gesprochen. Will die Mutter das oder der Vater oder der Onkel oder nicht? Ich finde, das kann man vorher regeln. Palliativmedizin. Wie können wir Menschen so versorgen, dass sie beispielsweise bei Krebstod schmerzfrei in den Tod gehen können? Dann die ganze Frage Patientenverfügung. Was will ich eigentlich? Will ich, dass ich bis zuletzt am Leben gehalten werde oder möchte ich, dass ich irgendwann auch sterben darf, dass man mich sterben lässt?
Und dann die ganze Hospizbewegung liegt mir am Herzen, Menschen zu begleiten im Tod, nicht abzuschieben irgendwohin. Und das muss ich sagen, da, wo ich Sterbenden die Hand gehalten habe, bin ich immer dran gewachsen oder habe das Leben noch mehr geliebt. Oder der Tod, muss ich sagen, ich habe gerade eine Ausstellung in Bremerhaven eröffnet, der Tod verliert dann ein Stückchen doch den Schrecken, wenn ich ihn mitgehe mit anderen. Da ist eine Ausstellung, die sehr schön zeigt, Menschen vorm Sterben, ein paar Tage vorm Sterben und dann die Verstorbenen. Das sind sehr sensible Bilder und da ist dann auch erkennbar, dass Sterben auch Frieden bringen kann, inneren Frieden. Nun machen ja immer wieder Sterbehelfer von sich reden. Sie selbst hatten im Fernsehen eine sehr engagierte Diskussion mit Herrn Kusch. Es gibt die Dignitas. Warum können solche Leute sich immer wieder behaupten? Flüchten sich die Menschen einfach davor, sich wirklich mit dem Sterben auseinanderzusetzen, dass sie sich solchen Sterbehelfern anvertrauen, die dann auch noch die Geschäfte daraus machen? Also ich denke, es ist zweierlei. Das eine ist, dass viele Menschen wirklich Angst haben, ausgeliefert zu sein. Und das kann ich verstehen. Also eine Gerätemedizin, die sozusagen erbarmungslos diagnostiziert und weitermacht, ohne zu gucken, was möchte jetzt eigentlich der Mensch? Also dass die Freiheit zu sagen, ich will nicht mehr. Das kann ich gut verstehen und dass viele davor Angst haben. Das andere ist auch ein bisschen, fürchte ich, so eine Machermentalität. Also beispielsweise steigt ja die Zahl der Kaiserschnitte in Richtung 50% in Deutschland. Da wird gesagt, das kann man in der Klinik besser organisieren. Die Männer können besser klar machen, wann sie frei haben. Also die Machbarkeit der Geburt und dann auch die Machbarkeit des Todes. Also das finde ich genauso problematisch. Sterben, denke ich, braucht viel Zeit, Geduld, Zärtlichkeit, Zuwendung. Und das können Sie alles nicht in ökonomischen Kategorien messen. Ne? Ja. Sollte es denn gesetzliche Verbote geben für Sterbehilfe? Also ich wünsche mir, dass aktive Sterbehelfer wie Kusch, Minelli wirklich in die Schranken gewiesen werden. Aber ich wünsche mir auch eine Öffnung unserer Gesellschaft, die zulässt, dass Menschen sagen, ich will nicht mehr. Also ich will nicht mehr weiter medizinisch versorgt werden, sondern ich möchte, dass ihr euch jetzt die Zeit nehmt. Es kostet mehr Zeit, Menschen nicht durch Magensonde zu ernähren, sondern die Lippen zu befeuchten, die Zeit nehmt, dass ich jetzt sterben darf. Da braucht man eine größere Offenheit. Vorhin sprachen wir schon über Engel. Sie selber sammeln ja, glaube ich, sogar Engel. Ist das für Sie eine realistische Größe? Kann ich oder können unsere Zuschauer eventuell darauf hoffen, dass bei Ihnen auch mal ein Engel vorbeikommt? Ich denke sogar, dass Engel vorbeikommen. Und vielleicht ist Ihre Nachbarin der Engel oder jemand, der Ihnen heute ein gutes Wort sagt. Oder vielleicht auch nur ein Gespür, wenn es schön ist, gerade das Gespür. Da ist etwas vorbeigegangen. Aber ich glaube, dass Engel so ein bisschen das Gespür dafür sind, dass Gott da ist, auch in der Welt. Was ist Ihre Botschaft für die H1-Zuschauer zum Abschluss unseres Gespräches? Also, das ist natürlich schwer, eine kurze Botschaft, aber nehmen Sie den Tag wahr, dankbar, als Geschenk und leben Sie den Tag, den Sie leben, in Verantwortung vor Gott und mit Liebe zu sich selbst und zu den Menschen. Das war ein schönes Schlusswort. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, wünsche Ihnen ein wunderbares, erfolgreiches neues Lebensjahr. Danke. Und eine weitere erfolgreiche Dekade als Bischöfin. Und wir sehen uns wieder im Juli. Machen Sie es gut.